So, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Hier auf Twitch läuft immer noch der Stream zu Resident Evil 4, dem Remake, der Livestation. Und auf YouTube müsste das jetzt die 6. Folge, glaube ich, sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mal mitgezählt. Und ja, in der letzten Folge hier auf YouTube oder hier auch bei Twitch wollten wir uns auf den Weg machen zum Haus des Dorfältesten, um gegen diesen Hund zu kämpfen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob es im Original auch vorkam. Und da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Ob wir sterben oder gewinnen, das sehen wir gleich. Let's go. Das heißt, ich muss hier geradeaus rum machen. Was war das denn? Munitionstechnisch, naja, so einigermaßen. MP, was... Wir machen mal zwei Blendgranaten. Von den Viechern rennen mir echt zu viele rum. Und wie gesagt, mit Blendgranaten sind die sofort tot. Bin mal gespannt, was das ist. Ist richtig, ja. Haben die mir auch was Neues hingelegt? Ne. Ich will nur nach Hause. Das glaube ich. Das ist aber nicht unser Freund, oder? Aber mir fällt eh gerade ein, wir haben ja hier auch noch... Schatz. Wo ist der Hund? Oben? Hallo? Flucht. Ach, stimmt, hier war ja noch eine Leiter. Die habe ich fast vergessen. Yeah. Okay. Habe ich für sie eigentlich auch ein Outfit? Nee, gell? Nee, nur Leon. Herausforderung. Gibt's denn eigentlich so? Okay. Es gibt 16 Kapitel. Das ist hart. Spezial-Upgrades gibt es auch. Es gibt einen Fotomodus. Echt? Wie geht denn der Fotomodus? Gelbes Kraut. Bringt mir im Moment nichts. Auszeichnung des Dorfes Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sichel und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und die Mathematik. Jeden Abend esse ich mit meiner Familie, um mir ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie draufgehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Ach echt?
Ist mir nie aufgefallen. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Nope. Was geht mit ihr ab? Porträt eines Vaters. Bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Fotos stets mit deinem Lächeln zieren. Ah, ich höre hier jemanden. Und ich sehe ihn auch. Ja, nicht mit der Waffe. Das langersehnte Eisenwerk, 92. Soll ich noch Schatz sein? Ja. Aufzeichnung des Dorfes Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich, ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Antike Kamera. Kann jetzt den Fotosmodus benutzen. Familie Navarro. Es ist eine gut gepflegte altmodische Kamera, lässt sich sicher verkaufen. 10.000. Ah, oh, das war's hier. Und wo ist jetzt hier der Hund? Den habe ich noch nicht gefunden. Ey, da haben wir auch bis jetzt nur einmal gesehen. Können ja hier nochmal speichern. Haben wir noch Toilette? Nee. Oh, wo ist der Hund? Hä? Auf dem Bild ist er hier im Haus. Aber ich glaube nicht, dass er da drin ist. Mein Gott, was die stöhnt, ey. Da ist er. Jetzt rennt er weg. Zurück.
Wo ist er? Geh doch mal weg! Der hält ja aus, Junge. Alter! Alter! Ziel neutralisiert. Meine Fresse. Geht's? Ja. Alles okay. Der hat ja geschluckt, ey. So, Nummer 10 zurück. Mein Gott, hat der jetzt geschluckt, ey. Gottes Willen. Gut, dann auf nach oben. Aber munitionsmäßig geht's mir jetzt nicht mehr so geil. Ach so. Zu mir. Moment. So, haben wir jetzt eigentlich alles an Schätzen hier? Sieht gut aus. Bis auf den da. Müssen wir alle haben. Ja, die überlegen, ob ich mal das Ding mitnehme, was ich gar nicht mehr habe. Haha. Habe ich ja verkauft, scheiße. Kann man deswegen es reintun? Nein. Na gut. Was erzählst du? Wieder so eine so ein Vieh anrempelt, gell? Und das? Oh ne! Aus dem Weg! Meine Munition schwindet.
Von den Viechern kommen echt zu viele. Mein Gott. Jetzt habe ich wieder 18. Yay. Hier ist aber nichts mehr, ne. Halt. Den Schrein hätte ich gern noch. Was? Oh, andere Seite. Hier ist er. Was haben wir hier? Noch eine antike Pfeife. So, jetzt sieht es aber sehr gut aus. Jetzt müsste man eigentlich alles haben in dem Gebiet, oder? Kein Schatz müsste mehr angezeigt werden. Außer hier oben, wo wir jetzt erst wahrscheinlich hinkommen. Finde ich gut. Oh, der Händler ist jetzt hier. Kann ich eigentlich noch irgendwas einsetzen? Du warst runde Juwelen, gell? Ah. Gute Arbeit. 8 Stück. Na dann, was kann ich für dich tun? Den schwarzen Koffer bitte. Den Aktenkoffer wechseln. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Sie können Ihren Aktenkoffer an jeden beliebigen Schreibmaschine über das Menü Koffer anpassen. Ja, ja. Hehe, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. So. Verkaufen. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Mhm. Ein hervorragender Deal. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischenliegen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die... Wenn du noch was zu erledigen. Jetzt habe ich alle 3 verschiedene Farben und nichts, wo ich sie reinsetzen kann. Schade. Liegen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Ich kann noch mal gucken, aber eigentlich dürfte ich hier nichts mehr zu tun haben. Wir dürften alles gemacht haben. Wir haben alle Schubladen, wir haben alle Schätze. Nö, wir sind durch. Bis auf die hier oben müssen wir alles haben. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Kopf anpassen. Die Fundrate für Rohstoffe L steigt. Ja, okay. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will, aber... Egal. Es gibt 15 Kapitel und wir sind gerade mal an Kapitel 5. Das heißt, uns stehen noch 10 Kapitel vor uns. Yay, yeah, also wird das nichts mit heute durchspielen. Ich? Ja gut, auf YouTube ist es dann sowieso ein längerer Zeitraum. Aber okay. Kann ich noch was herstellen? Nein. Dann gehen wir weiter. Im wahrscheinlich ein neues Gebiet. Würde ich mal vermuten. Oh, und jetzt könnte auch der nächste Bosskampf kommen. Oh,
Was erzählt er? Hey! Hier drüben! Die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los. Jetzt kommt der Wellenmodus. So ist. Hier, hilf mir. Ashley, schnell. Okay, spielen wir. Ja, dieselbe Waffe wie ich. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Fertig mit Aufwärmen? Vergiss das Setting nicht. Die Klappe, dann kann's losgehen. Entspann dich, Cowboy. Da machst du schon. Das ganze Messer drauf kommt da rein. Konzentrier dich selber. Sollte passen.
erstmal mit treffen, Leon. Das ist eine Stelle. Er denn aber mal ja. Das ist aber auch ganz gerade echt heftig hier. Wo kommt er denn her? Gleich tot. Hab nichts mehr zum Heilen. No me jodas. Aber das finde ich ein bisschen extrem. Das ist sehr extrem. Und wieder komplett von vorne, ja. Ist das übel. So viel Munition habe ich doch gar nicht. Hier ist eine Leiter, deswegen sind die hochgekommen. Thank you.
einen in die Ecke treiben. Hier wird es langsam echt ein bisschen unfair. Alter, meine Fresse. Bis hier abgeht. Lass mich doch mal weg hier. Ich bin leer! Das ist schwer. Ashley. Was passiert mit mir? Ashley, ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plaga. Diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Braucht nur etwas Know-how. Ach ja, und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum wir hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Dann lassen wir es dabei. Ich melde mich später. Also die Stelle war gerade mit Abstand das Schlimmste überhaupt, ey. Meine Fresse. Das war echt übel. Richtig übel. Respekt. Hey, hast du eine Kippe? Ey, da. Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst... Nee, ich bin's tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Das
stehst du aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Mach kein Kleid an. Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One, Ende. Gehen wir. Kapitel 6. Was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. Aus dem Dorf entkommen. Ja, zurückkommen wir nicht mehr. Ah, das war gerade echt, echt übel, ey. Komplette Munition verballert, ey. Heide Witzka. Eieieiei. Aber wie gesagt, die Schrotflintenmunition gereicht für den Großen. Aber wenn ich, glaube ich, seinen Schatz nicht einsammeln könnte, so eine Scheiße. Weil da lässt er, glaube ich, auch Rubin fallen. Was sind wir denn jetzt hier? Ein komplett neues Gebiet. Schon wieder eine Mission jetzt, wa? Beim Händler. Granate. Mein Gott. Was die hier hechelt, Junge. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Händlertipp. Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, den Tentakeln aus den Hals sprießen. Die sind nicht nur gefährlich, sondern... Ja, weiß ich. Weiß ich. Und was hast du denn? Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Riot Gun. Eine halbautomatische Flinte. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. 46. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Warum kann man das nicht vergleichen? Ob die gut ist? Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ja, komm. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Wie du meinst, Fremder. Erst speichern. Und dann werde ich mir mal die Schrotflinte... Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Wo ist er denn hier? Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, eine Schulterstütze für die Red Knight. Das wäre mein nächstes Ziel. So, verkaufen wir mal die Schrotflinte hier. Die da. Ich kaufe fast alle. Und kaufen die neue. Danke. Ah, das Ding hat den Namen Wumme doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Da würde ich auch helfen. Eine Waffe. Langsam verstehen wir deinen Stärke ist er. Fremder. Probier mal, ob's passt.
Jetzt bin ich wieder pleite. Weil die andere Schaufel hat nur 7, noch was gehabt und die hat gleich 9,60. Brauche ich noch einmal 23.000, um sie auf Maximum Deine zu bringen. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Unten rechts sieht man sogar die Maximalwerte. Die ist noch nicht Maximum. Jetzt habe ich aber leider keinen... Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Kleinen Moment. Was hab ich gesagt? 23.000. Ja, komm. Kann ich sonst noch etwas kommen? Machen wir jetzt hier einfach nochmal einen roten Rubin rein. Und verkaufen die noch mal und da haben wir das Geld. Willkommen. Ein hervorragender Deal. Machen wir die auf Maximum. Probier mal, wie sich das anfühlt. Zumindest soweit es geht. Du solltest den Unterschied sofort bemerken. Oh. Mein Messer muss ich auch reparieren. Besten Dank. Ist repariert. Wie neu. Na dann, was kann ich für dich tun? Kleinen Moment. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. So. Wäre das dann alles? Du bist ja eigentlich ein Körperpunkt, nur weil das neu ist, oder was? Jetzt ist Kräuter. Der Geld weg. Angenehme Reise. Entfern dich. Nee. Bleib hinter mir. Bleib hier. Gut. So. Sagten die Zeit. Ein bisschen ist noch auf YouTube. 4 Stunden schon gestreamt. Okay. Oh, weiter. Und das? Rohstoff. 1 Million Rohstoffe jetzt hier. Achso, die Bolzen und das Explosionszeug könnte ich ja mal verkaufen. Brauche ich nicht. Hallo Fremder, willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Wir wollen verkaufen. Und zwar einmal das. Ich kaufe fast alles. Das. Ein hervorragender Deal. Ich hab nur kaum jederzeit wieder. Jetzt haben wir da ein bisschen Platz. Oh, ich hab keine Heilung. Brauch unbedingt Zeug für Heilung. So, wir müssen jetzt... Was? Da liegt noch Flintenmunition. Können wir, glaube ich, Stealth killen. Podéis correr, pero no os podéis esconder.
Scheide dich. Ja, und die da oben können wir natürlich nicht stealth killen. Spiel zieht gerade einen Schwierigkeitsgrad etwas an, kann das sein? Aber man muss doch gleich ganz anders. Also durchkommen ohne entdeckt zu werden geht ja eigentlich gar nicht. Aber leise. Verstanden? Okay. Ich versuch's. Den können wir stealthen. Oh, jetzt habe ich mal wenigstens mal grünes Kraut. Ah, die Munition hätte ich auch noch verkaufen können. Ah, verdammt. Egal. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Nee. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Geh mal hier hin. So. Und dann werden jetzt mal alle ausgeschaltet. Fuck. Okay, kein Alarm. Geh doch! So geht's auch. Ja. Der Große gerade nur Peseten verloren. Ist ja frech. Oh, was zum Heil. Und wieder Bären fallen. Ich bin doch so ein Magnet dafür. Schrotflintenmunition. Ich will nicht da reinlaufen. Jedes Mal. Ich laufe da euch jedes Mal rein. Pulver. Jetzt müsste, glaube ich, die Stelle eigentlich kommen im Original, dass man vor dem Riesen da wegrennt. Ich werde jetzt die Dinger hier einfach mal alle auslösen. Dass mir ja Gott sei Dank keinen Schaden macht. Ja.
Gut, Leute, und was sich hinter dieser Tür verbirgt, das sehen wir nach einer Pause und bei YouTube in der nächsten Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ja, auf YouTube geht es nach der Pause weiter. Dann bei YouTube, bei Twitch meine ich natürlich. Bis zum nächsten Mal. Und auf Twitch geht es gleich weiter. Kurze Pause.